Moin Leute, ich bin's David von Liquid Life und im heutigen Video zeige ich euch, wie man Shimano-Schaltwerk einstellt. Die Einstellvariante könnt ihr auch auf jedes weitere Shimano-Schaltwerk übertragen, ob Deore, XT, SLX, völlig egal. Wir fangen an mit den Endanschlägen. Dazu schalte ich als erstes in den leichten Gang bzw. aufs größte Ritzel. Und um hier den Endanschlag einzustellen, haben wir eine Einstellschraube, die hier mit einem L bezeichnet ist. In dem Falle für Low Speed bzw. leichter Gang. Das Ganze prüfe ich, indem ich den Hebel einmal drücke und ein bisschen Zugspannung drauf gebe. Und dann sehe ich schon, dass das Schaltwerk sich bewegt. Das sollte nicht so sein, weil ansonsten kann die Kette überspringen. Und das wollen wir verhindern mit dem Endanschlag. Und dann drehe ich an der Low-Schraube. Parallel drücke ich den Hebel so lange, bis der Umwerfer sich nicht mehr bewegt. Wenn er sich nicht mehr bewegt, teste ich den Schaltvorgang nochmal, schalte noch einmal runter, wieder hoch, schaue, dass er vernünftig hochschaltet. Umwerfer bewegt sich nicht und ich weiß, der obere Endanschlag ist eingestellt. Dann schalte ich einmal runter aufs kleinste Ritzel bzw. in den schwersten Gang. Und da ist es die Highschraube. Und hier prüfe ich erstmal mit dem Gehör, ob es am Klackern ist. Jetzt höre ich, dass es ein bisschen klackert. Jetzt schraube ich die Schraube so weit rein, bis das Klackern weg ist. Dann mache ich auch hier nochmal den Schaltvorgang. Schalt zurück, es ist nichts am Klackern, der Schaltvorgang funktioniert sauber und der Endanschlag ist eingestellt. Jetzt müssen wir noch die mittleren Gänge prüfen. Das Ganze machen wir mit der Zugspannung. Die sollte hier unten gut vorgespannt sein, eine Grundzugspannung, und den Rest kann man dann hier oben über das kleine Rädchen regulieren. Dazu schalte ich einmal durch. Und hier merke ich jetzt schon, will der Gang nicht vernünftig hochspringen, dann kann man sich das so merken. Wenn man nach oben schalten möchte, in den kleinen Gang, muss man die Zugspannung erhöhen. Schaltet er schlecht nach unten in den schwereren Gänge, dann muss man die Zugspannung verringern. Hier springt er nicht vernünftig hoch. Das heißt, ich drehe die Einstellschraube ein, zwei Umdrehungen raus, probiere den Schaltvorgang nochmal, merke, er schaltet vernünftig hoch und ich habe da die Zugspannung eingestellt. Dann schalte ich das Ganze noch einmal durch, dass ich auch auf Nummer sicher gehe, dass jeder Gang eingestellt ist. Und schon habe ich die Schaltung eingestellt. Die Schaltung funktioniert und im nächsten Video zeige ich euch, wie man bei Shimano und auch bei SRAM den Umschlingungswinkel einstellt. Wenn ihr Bock auf das nächste Video habt, dann lasst gerne ein Abo da, ein Like und schaut wieder rein.